Rosenstahl eröffnet. Wahrscheinlich der stylischste hier in ganz Norddeutschland. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, hier richtig Gas zu geben. Und ich möchte euch jetzt in diesem Laden-Rundgang-Video zeigen, was wir alles neu gestaltet haben. Und vor allem sind da ganz, ganz viele Tipps für euch dabei, die ihr zu Hause umsetzen könnt. Denn was hier bei uns im Laden funktioniert, funktioniert natürlich auch bei euch in der Wohnung. Also, kommt mal mit. Tschick! Nordstil-Ecke an. Wer hier schon mal zu Besuch war bei uns im Laden, der weiß, dass wir hier so eine ganze Reihe mit 25, 30 Pampasgräsern haben und die werden jedes Jahr schöner. Und ich mag einfach die Wedel überhaupt nicht wegschmeißen. Und was transportiert natürlich den Norden irgendwie besser als Gräser, diese Welt, weiß, grau, Naturholz, und eigentlich sollte es so sein, uns fehlte ein bisschen die Höhe. Und haben wir gesagt, okay, dann machen wir so eine Holzlatte hinten dran, wo wir dann die Pampasgräser rantackern. Die hätte man ja auch in Natur lassen können. Ja, aber wie das dann so ist, hatten wir keinen Tacker zur Hand. Und dann ist es ja auch so, dass diese doppelseitigen Klebestreifen auch wunderbar ihren Zweck erfüllen. Und das ist gerade so ein ganz stylischer Aspekt, also beziehungsweise Clou, den jetzt ja ganz viele machen. Die kleben sich ja mit farbigen oder unterschiedlichen Klebebändern, vielleicht so über Kreuz oder so bunt mit Blumen oder mit Textur an ihre Pinnwände, an ihre Wände, wie auch immer. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz eine witzige Idee, und vor allen Dingen hat das so, ja, wie so ein Bild, wie so ein Naturbild. Und die kommen nochmal gut zum Einsatz. Ja, und einfach nur eine Vase wäre jetzt auch zu langweilig, wobei ich mir schon überlegt habe, ich werde wahrscheinlich meinen Osterstrauch tatsächlich ein bisschen mit Gräsern und Zweigen mixen und Eier reinhängen, weil ich glaube, ich war jetzt auf der Messe, da war gar kein Werkstück ohne Gräser, dieses ganze Dröge, das war irgendwie, das ist schon sehr cool. Um das Ganze ein bisschen gemütlich zu machen, sind natürlich diese schönen Gläser mit den tollen Lichtern. Das ist wie so ein Nordlicht, wie so ein Leuchtturm, der hier so richtig reinscheint. Das ist natürlich auch ganz stylisch. Wir haben es noch nicht fertig dekoriert, da werden wahrscheinlich noch Wachteleier reinkommen oder so. Dann haben wir hier ganz kuschelige, weiche Hasenkissen, wo die Pailletten gold-weiß sind im Mix. Wir hatten ja im letzten Jahr welche mit goldenen Paillettenohren, weiße Kissen. Dieses Jahr haben wir die. Oh, guck mal hier, die haben auch so einen kleinen Puschelschwanz, so ganz weich, ganz süß. Ja, und dann haben wir auch ganz tolle neue Holzbretter mit richtig schönen Hasenmotiven drauf. Die haben wir auch auf der Messe entdeckt und die finde ich richtig klasse. Da ist nämlich richtig schön Meisterlampe zu sehen und dann in verschiedenen Varianten. Die haben wir dann hier nochmal so in kleiner. Da küssen sich die beiden Hasen. Wie süß ist das denn? Das ist doch der Knaller. Ja, und dann natürlich unser Hase, der immer sonst die kleinen Schokolinsen hatte. Der trägt jetzt einfach nur die Wachteleier im Mix Gold und Grau ein bisschen. Und ich habe ja hier, liebe immer noch Federn. Guck mal, die Karte habe ich mal geschenkt bekommen. Die halte ich wirklich in Ehren. Das finde ich so schön hier. Das dekoriere ich immer noch liebend gern mit ein. Und was natürlich immer ein zeitlos schöner Klassiker ist, um Ruhe reinzubringen, das ist eine Holzschale mit Eiermix. Da sind weiße und Gänse- und Hühnereier drin, betonfarbene sind da drin, ein bisschen Silber und dann diese weiß gekakten Wachteleier. Und das bringt einfach für sich schon mega Ruhe. So eine Schale auf dem Tisch und dann zwei schöne Hasen dazu, vielleicht in so einem Lacklook oder so. Oder hier zwei Kissen mit in die Sitzecke mit integriert. Und dann hast du eigentlich auch schon Ostern. So, das ist Thema Nummer 1, Weiß und Natur. Und jetzt gehen wir mal in eine ganz farbintensive Richtung. Ich hätte nie gedacht, dass ich so dekoriert, aber komm mal mit. Wir haben ganz viel Farbe ins Spiel gebracht. Und zwar haben wir unsere Holzwände, die sonst Natur waren, zur Weihnachtszeit in diesem tollen matten Blauton gestrichen. Und ich hätte nie gedacht, dass ich nochmal irgendwie Blau wieder integriere und dann auch in Kombination mit Gelb. Aber das ist eben auch nicht das typische Blau und das typische Gelb. Es ist so ein bisschen Curry-Senf-farben und es sieht so richtig edel aus. Wir sind ganz begeistert hier und freuen uns richtig zu dieser Ecke, die dann auch, das war auch so ein Prozess. Ne? Also wir wollten da erst auch mit Perlhyazinthen in Hellblau rein dekorieren. Das hat nicht funktioniert. Also um diesen Style rüberzubringen, sehen natürlich diese unechten Hyazinthen ganz toll aus. Da habe ich leider nur ein paar von gehabt.
aber dann eben auch mit den goldenen Ästen, um den Gold- und Schwarzton aufzunehmen. Wir haben ja so super süße neue Gefäße mit so kleinen goldenen Füßchen hier, wie man sieht, wo dann was so ganz schlicht aussieht und dann halt unser schwarzer Hase, der da liegt. Viele schwarze Hasen und das Schöne ist eigentlich, dass dieser Gelbton ja auch in der Natur sehr stark vorhanden ist. Also ich bin ganz froh, dass ich euch das noch zeigen kann. Wenn man mal hier ganz dicht rangeht bei den Weidenkätzchen, da sind die Pollen jetzt so richtig schön in Gelb und es ist wirklich dieser Gelbton, dieser warme Gelbton. Und wenn die jetzt irgendwann abfallen, dann kommt halt das schöne saftige Grün hier überall schon raus. Und man kann sich ruhig die Weide auch mal in die Wohnung reinstellen. Das ist natürlich eine Pflanze für draußen, für den Garten, ist klar. Aber wenn man ein bisschen Folie in den Topf macht und das so ein bisschen im Griff hat mit dem Gießen und es nicht zu warm hat, dann funktioniert das auch drinnen. Zumindest bringt es die Frühjahrsstimmung rüber. Und es passt eben einfach ganz toll zu dieser Farbwelt. Und vom Gehölz, was noch super dazu passt, das ist der Hartriegel. Den habe ich jetzt aber hier noch nicht integriert. Wir haben jetzt ja die goldenen Zweige. Aber ihr seht schon, wie schön dieser grüne Hartriegel in dem Ton auch dazu funktioniert. Aber dazu gibt es eine Deko-Idee im nächsten Video gleich passend mit grünem Hartriegel. Ja, was gibt es noch Neues? Es gibt natürlich viele neue Lampen, die so ein bisschen coolen Style haben. Ganz witzig auch diese Hängegeschichten aus Draht. Da hat man dann oben hier den Akku drin sozusagen, also die Batterien, nicht den Akku. Und dann kann man auf Timer, die kann man überall rumtüdeln, hinhängen, mal eben ganz lässig. Haben wir ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ich finde einfach, das ist so stylisch, wenn man mal in der Küche schnell was umdekorieren will. Holzlatte ran, zwei von den oder drei da ranhängen und schon hat man irgendwie genau diesen Stil. Es ist natürlich sehr warm, es ist sehr edel und vielleicht mag der ein oder andere jetzt auch sagen, das ist mir zu weihnachtlich oder so, aber wir sind ja mutig und wollen immer neue Wege gehen und wir sind ja auch, haben sehr vorausschauend schon gedacht, weil die Platten, die jetzt in blau gestrichen sind, die sind auf der anderen Seite in einem Orangeton, den seht ihr gleich noch. Das heißt, wir brauchen im Sommer nur umdrehen. Der Maler war nur einmal da und hat quasi die eine Seite blau, die andere orange gestrichen. Und dann ist natürlich ein Stück Holz übergeblieben, eine Latte. Und aus der, die steht hier schon an der Seite parat, sozusagen, ne? So und so. Da gibt es natürlich auch aus der Latte eine Deko-Idee. Im übernächsten Video, irgendwann auf jeden Fall. Die mussten wir nämlich hier abschneiden, die war hier zu viel. Und dann, oh, mein Mama hat so geschimpft, er sagt, Mann, warum muss das denn hier hin? Das kann auch da, ist doch mehr genug Platz. Nein, es musste hier hin. Und das sind dann so die kleinen Momente, wo, da tut mein Papa mir auch leid. Ne? Ich sage, Papa, bitte kannst du nicht die 20 Zentimeter, macht er dann aber, er macht alles für mich. Also es ist immer ein Riesenteam hier am Werkeln, um das so hinzubekommen, dass alles am Ende steht. Also dank Maria, dank Arne, dank meinem Vater und alle, die hier mitwirken, ist das überhaupt alles möglich. Weil wir machen einen riesen Aufriss, alle Filialen hier, alles, das ist ja Wahnsinn. Aber die Ideen, die kommen eben nur beim Machen, beim Tun, beim Gestalten. Wenn ich nicht mit Maria diese riesen Shoppingtour machen würde, eine Woche einkaufen, um diese Sachen zu bekommen, könnten wir das gar nicht entwickeln, weil wir ja, wenn wir die Materialien nicht haben, wie sollen wir neue Ideen kreieren? Das ist nicht möglich. Du musst tolle Sachen einkaufen. Das ist wie mit dem Essen. Hast du nicht richtig eine tolle Auswahl da, kannst du auch nicht so ein richtig tolles Menü machen. Das entwickelt sich beim Machen. Und bei uns ist das auch so. Wir gestalten dann, dann sehen wir, ja, und da können wir jetzt nächstes Mal, haben wir die Töpfe, können wir das und das reindekorieren. Oh, schöne Idee für YouTube. Oh, schöne Idee für euch. So funktioniert der Hase. Und ja, so funktioniert der Hase. Aber wirklich, so ist es. Du kannst nicht aus dem Karton herausarbeiten. Du kannst auch nicht mit zwei Hasen immer was Neues kreieren. Weil dann haben wir immer gelb, orange, rot, leuchtend grün. Und dann arbeiten wir immer mit Osterglocken, Strohballen. Und dann gibt es keine Weiterentwicklung. So ist das. Ja. Jetzt gehen wir aber in eine wieder ganz gedämpfte klassische Ecke. Auch in Blautönen. Da brauche ich mich nur umdrehen. Da schmeiße ich mal den Zweig hin und gehe in diese Ecke. Die ist nämlich wieder typisch Nordstil, wie man so denkt, dass Nordstil eigentlich ist, in Grau-Weiß-Naturtönen. Und da ist natürlich das hier unser Lieblingshase. Wir hatten ja schon den Hasen Imke, der war weiß mit Goldkante. Und das ist jetzt so ein richtig schöner, wo man viel machen kann. Den kann man aus, hier so aus, einfach, dass er so aus so einem Korb rausguckt, ne? Oder man kann ihn natürlich super gestalten, so wie Maria das gemacht hat.
in Kränze reinarbeiten, ne? Weil der guckt einfach wie aus so einem, ja, aus so einem Kuckloch raus und aus einem Fenster. Und der Clou dieser Idee, wie man einen Türkranz dekorieren kann, ist natürlich dieses Holzbrett im Hintergrund. Weil das natürlich nochmal Ruhe gibt und man hat natürlich, ihr seht, auch das Schöne ist ja der Vergleich. Hier seht ihr, so nur den Kranz hingehangen, ja, kann man machen. Ist das Brett dahinter, hat man diesen optischen Mehrwert, den wir ja auch schon immer haben, wenn wir unsere Holzschalen oder Tabletts nehmen, um die Kränze darauf zu präsentieren. Es sieht einfach nach mehr aus, es sieht leicht besser aus und cooler, vor allen Dingen cooler. Es ist so lässig gestaltet, einfach oben ein bisschen Fell, unten, damit der Hase nicht andockt, dass es nicht kratzt an der Tür. Das hat ja verschiedene Vorteile, wenn man mit dem Fell rumgeht. Es scheuert nicht an der Tür, man kann den Hasen ein bisschen mit dem Kordelband einfassen, dann halt eine witzige Feder, ein paar Eier und fertig ist Fritz. Ne? Also ich meine, die Gestaltung ist Idee, ob ihr nun den Kranz in die Mitte macht und unten den Schwerpunkt setzt, wie auch immer, ist eigentlich, wiederholt sich, aber ist trotzdem immer schlicht und schön. Ja, das hier ist natürlich unser Relaxed-Hase. Er ist natürlich ein richtig entspannter Kollege. Der hat sich auch gedacht, lass die hier mal machen. Ich lege mich mal erstmal auf meine Löffelchen. Und das ist so, würde ich sagen, einer unserer Lieblingshasen mit im Stall, ne? Jo, komm her. Kommst wieder auf dein Fältchen hier rauf. So, was haben wir hier noch? Ach, guck mal. Es ist ja auch immer so, man denkt, Ostern nur die Eier, Weihnachten nur die Sterne, im Sommer die Muscheln. Auf einmal holt Arne diese schönen Muscheln hinten raus und ich denke mir, oh nee, nicht jetzt Muscheln, weil wir möchten doch erstmal Ostern und die Muscheln brauche ich dann für Sommer, um die dann in Szene zu setzen. Und dann, ja, aber die passen super mega von der Struktur. Ich, okay, hol die Muscheln her. So, wir haben ja diese tollen Zinkpötte und da sind jetzt einfach ganz viele Perlhyazinthen unecht drin, ganz puristisch und klar gestaltet. Ich weiß nicht, wie viele Collies und Bunde da drin sind, ob es 2, 3 sind. Das ist, geht auch mit ein bisschen weniger oder mit ein bisschen Trockenkram. Wenn ihr sagt, ja, ich kann ja nicht 3 Bunte reinpacken, dann nehmt ihr weniger und macht es mit Ästen und Zweigen oder so. Aber dann halt ein so eine Muschel und man sieht, wie schön die Struktur eben zu diesen Zinkgefäßen passt. Und er hat recht, Schnecken gibt es auch das ganze Jahr. Warum soll man das nicht so dekorieren? Und dann halt auch wie im Garten so ein bisschen die Rosenschere dazu, dass das ein bisschen lässig ist. Schönes Samtkissen im Hintergrund. Dann haben wir hier so tolle Hocker neue, die eben auch total klasse sind. Auch hier, guck mal, mein Kameramann bleibt schon hängen unter diesem Schirm hier. Das ist auch der Knaller. Eigentlich habe ich den gekauft zur Weihnachtszeit. Dann hat er es aber nicht ins Geschäft. Also das sind 2 Lampenschirme, ne? Hier ist ein kleiner und ein großer. Und er hat es dann nicht ins Geschäft geschafft, weil irgendwie zu spät gekommen oder Laden war schon fertig oder wir hatten gar keine Zeit mehr. Und Maria sagte, ah ja, das ist mir jetzt echt zu weihnachtlich. Ich sage, ja, aber eigentlich möchte ich den schon gern zeigen, der ist cool. Naja, und dann sind wir hier so am Rumdoktern und dann haben wir die so ein bisschen untereinander und dann lauter Schmetterling-Clips rangemacht und ganz tolle Vögel in diesem Grauton. Und ich finde, das hat echt was. Das ist wirklich mal was anderes, zumal ich auf der Messe gesehen habe, dass diese Lampenschirme jetzt alle auch mit ganz viel Blumen dekoriert werden. Das heißt, ihr könntet euch theoretisch so etwas selbst gestalten für zu Hause. Ich glaube, ich werde das auch noch mal in einem Video zeigen, dass man eine Styropor-Halbkugel nimmt, dass man Drähte darum dreht, dann vielleicht, wir hatten eine Lichterkette Weihnachten, die war oben gebündelt und geht wie so ein Strang auseinander, die könnte man dann darüber legen. Entweder lässt man das hier so runterlaufen oder man integriert es oben wieder ein, dass es nicht so wild wird. Und dann könnte man durch dieses, wenn man das mit Wickeldraht spannt, hier sieht man mal die Technik, wie das so aufgebaut ist, etwas dickerer im Abstand und dann hier die Querstreben und Längsstreben. Und hier ist ja im Prinzip nur ein Draht gespannt. Ich meine, das könnte auch ein Wickeldraht sein, das könnte ein Zierdraht sein. Und sowas könnte man sich wirklich zu Hause selber gestalten. Und wenn man da jetzt so Trockenblumen oder Seidenblumen reinwebt und so einen richtigen tollen Sommerlampenschirm macht. Also ich könnte mir das richtig, richtig gut vorstellen. Das ist nicht jedermanns Sache, es ist natürlich speziell, aber die Floristik, die gibt ja ganz viel her, da sind ja ganz viele Dinge möglich. Und wer sagt eigentlich, dass die Lichterkette nur Weihnachten geht? Also wir haben auch überlegt, hängen wir sie noch erst wieder weg, bringen aber, nein, jetzt sind die Vögel da dran, jetzt bleibt das hier so hängen, jetzt ist das hier unser Speziallampenschirm. Also ich hoffe, euch gefällt das und ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, Lichterkette zur Weihnachtszeit, ja, nee, Quatsch, zu Ostern, ja oder nein. Gut, dann gehen wir mal in die nächste Ecke, kommt mal mit.
Und jetzt gibt es die Ecke, wo ich gedacht habe, Orange, das ist nicht meine Farbe, nicht annähernd meine Farbwelt. Und ja, dass sich das so verändert. Aber das hat einfach auch mit der Zeit zu tun. Jetzt, früher hatten ja alle so maritim gestrichen, so mit Wischtechnik in warmen Farben. Und dann kam ja danach die Phase, wo alles in grau-weiß war, so ein bisschen kälter. Und jetzt kommt wieder eine warme Phase. Deswegen ist Gold auch gerade so angesagt und wieder weniger Silber. Also ich finde, das ist auch okay. Also immer dieses Wechselspiel, mir macht das eigentlich Spaß. Ich hätte aber nie gedacht, also wirklich, als ich vor 10 Jahren mit meinem kleinen Nordschiller in der Stadt angefangen habe, da waren wirklich bestimmte Farben nicht da drin. Und es war wirklich eher so Rosé, Lila und Weiß und so und diese Richtung. Aber Orange, Rot und Gelb und so waren da nie drin. Und jetzt finde ich es echt wieder selber total schön. Und gerade in Kombination mit Natur, was natürlich unser Nordstil ausmacht, diese schönen dicken Hasen hier. Und dann aber auch mal so Besonderheiten wie diese Straußenlampen, die finde ich natürlich auch genial. Ne? Da schleichst du dann um die Wette auf der Messe und zu und denkst dir, ja, wer denkt sich so einen Quatsch aus, aber irgendwie ist es cool. Und irgendwie mussten wir das auch haben und haben gesagt, komm, da nehmen wir jetzt mal 2 von mit. Das ist, vielleicht gibt es ja auch so verrückte Leute wie wir, die sagen, oh, das passt genau in meine Bude hin, neben Kamin links und rechts, ich weiß es nicht. Also ich finde, das ist auch so eine Spielerei, damit muss man einfach mal arbeiten. Dann haben wir hier ganz tolle Podeste gefunden, richtig aus dunklem, schweren Holz, die so auf Eisengestellen sind. Das ist auch richtig wertig, das hat fast so ein bisschen Kolonialstil. Und natürlich auch mal so eine dekadente Federvase, wo jetzt die Quitten drin sind. Ich wollte noch den roten Hartriegel dazu haben. Da haben aber Maria und Arne gesagt, nee, das ist denen zu winterlich-weihnachtlich, der rote Hartriegel. Grüner ja, roter nicht. Ich hätte ihn hier auch noch ganz gut gefunden, weil ich meine, hier sind ja auch diese Lachs-Aprikot-Rot-Orange-Töne drin. Warum dann nicht Hartriegel? Hartriegel ist ja jetzt, wenn man den eintrocknen lässt, also ohne Blätter ja auch ein Wintergehölz. Ich meine, klar, er ist rot, aber wenn es jetzt in die Richtung E geht. Guck mal, was ganz einfach ist für euch auch zu dekorieren, einfach mal eine Schale und so ein bisschen knöterig geäst reindrehen und einhasen. Okay, man könnte noch 1-2 Eier dazu oder eine Feder, aber es sind wieder diese 3 Sachen, die ich immer sage. Schale, bisschen Deko und ein Teil. Gerade hier so 2 nebeneinander, wenn ihr so einen Holztisch habt, das reicht auch. Es muss nicht immer zu viel, zu verspielt, zu vertüdelt sein und zu gebastelt und überdekoriert. Es kann auch mal einfach nur so puristisch, Natur und klar sein. Ja, ganz einfache Deko-Idee am Rande. So, was haben wir hier? Dann habe ich hier, ach ja, so diese Blüten sind jetzt auch neu. Diese goldenen, die man so an die Wand hängt. Und wie gesagt, die Rückseite ist schon blau gestrichen. Für den Sommer, aber da sind wir jetzt noch nicht. Aber da könnt ihr euch ja vorstellen, dass das natürlich dann auch klasse aussieht, wenn dann goldene Fische an die Wand rangehangen werden. Ich habe schon mein Surfbrett mintfarben streichen lassen. Also richtig vorausschauend geplant, damit wir jetzt so das nächste halbe Jahr farblich auch schon mal im Kopf abgearbeitet haben. Die Lampe habe ich schon lange im Visier. Die wollte ich mir immer schon mal gönnen auf der Messe und habe gedacht, ja, das ist so spooky hier, so ein Hase mit Schirm und Hasenohren oben drauf, wie die da so rausgucken. Und bin da immer rumgegangen und habe gesagt, ja, ist eher was für ein Möbelladen, ist nicht unbedingt was für uns. Aber weißt du was, irgendwann, das ist auch mit Klamotte so, dann denkst du, kaufst du es jetzt, willst du es jetzt und jetzt wollte ich das haben. Es passt hier jetzt genau rein mit dem Gold, mit dem Schwarz. Dieses ganze grafische, runde Regale, die dann auch mal einfach nicht stehen, sondern die aufgehangen werden und da dann die Sachen rein dekorieren. Schönes, dunkles Glas auch. Ich mag ja farbiges Glas sehr gerne. Das ist so ein bisschen in so einem Schwarzton. Das sieht auch edel dazu aus. Und guck mal, hier ist ja nicht ein schöner, großer Kollege. Oh, ich liebe Hasen. Aha, Ostern ist meine Zeit. Es ist echt einfach, weiß nicht, manche lieben Weihnachten, das ist auch okay, jeder, was er mag und so, aber ich weiß nicht, ich hatte auch früher immer so einen Schlappohrhasen, der hieß dann Hasi Hasenfuß und ich liebe Hasen, keine Ahnung, das sind irgendwie meine Tiere. So, hier haben wir jetzt ein bisschen greller dann die Farbe, das ist ein Samthase, der dann auch schon echt wirklich so ein bisschen, da braucht dann auch das wieder ein bisschen Ruhe, ne? Zwar auch mit Gräsern. Dann unsere Metallwand, die Blechwand im Hintergrund in Grau, pinke Tulpen, kann auch ruhig mal Silber rein dekoriert werden. Auch dieses Kissen, das ist ja eigentlich auch nicht so meine Farbwelt, aber irgendwie geht es zusammen. Und den Kranz, den hat meine Nichte Mia gemacht. Und zwar ist der ganz einfach zu gestalten, wie, das werde ich nochmal in einem anderen Video zeigen.
Sie hat das ganz süß gemacht. Sie hat die Federn alle gerade reingesteckt und das ist auch okay. Und ich habe noch ein paar nachgesteckt. Guck mal, hier fallen ein, zwei raus. Aber dann ist das so, kommt der so ein bisschen, kommt die Feder hoch. Das ist eine Mosi-Unterlage, ne? Da mit Frischblumensteckmasse, die dann hier ganz toll reinpasst. Und jetzt kann man das natürlich beliebig füllen mit Hasen oder wie wir das hier ausgestaltet haben, einfach mit ein paar Tulpentöpfen. Eine ganz simple, einfache Idee. Und diese hier, da sind die dann bisschen schräger gesteckt, die Federn. Aber wie gesagt, das zeige ich nochmal in einem anderen Video ganz genau, wie das geht. Hier haben wir jetzt ein paar Frühblüher, die Zwiebeln, die Steckzwiebeln rumgesetzt und haben hier dann schon so erste Federkränze. Aber wie gesagt, das kommt noch in einem anderen Video. Und jetzt gehen wir nochmal in eine andere schöne Ecke. Kommt mal mit. Und wir haben uns eine Chill-Ecke gegönnt. Ein schönes Samtsofa. Oh, ich wollte es ja auch noch in so einem knalligen Lachs-Orange drin haben, bin aber im Moment noch nicht mutig genug, weil ich denke, so ein Grauton, der ist zeitlos schön, der passt immer und überall. Aber dieses Orange, das, und dann noch, gab es noch einen Senfton. Wer mir auf Facebook folgt, der sieht das ja, wenn ich dann diese Fotos mache von den Messen, wo ich dann denke, oh, guck mal hier, das gibt's alles, was würdet ihr nehmen? Und da waren die Meinungen und Kommentare auch komplett unterschiedlich. Der eine sagt, ja, ich finde das super, nee, ich finde das Gelbe besser, ja, ich finde die Erbsen. Geschmäcker sind halt verschieden, ne? So, aber was kann man sagen? Wo geht es hin? Es wird alles weich und flauschig. Wir haben jetzt noch Kissen anfertigen lassen mit unserem Logo drauf, richtig cool, in einem grauen Samtton. Alles auch so ein bisschen diese Hockergeschichte, das kennt man ja auch aus den 70er Jahren. Das ist ja auch so ein bisschen stylisch. Kleine runde Geschichten, Tischchen, das sind zwei, einmal so ein Dreierhocker, ein Zweierhocker. Dann haben wir hier, guck mal, süß, ne? Gläser mit so ganz feinen Federn. Die haben wir auch in weiß, in zwei Größen. Die sind uns aber noch nicht, also wir haben jetzt gestern schon welche verkauft, haben aber dann noch Bänder umzugemacht, ein bisschen mehr. Das ist uns noch ein bisschen zu wenig, zu simpel. Das ist ja nur so ein Seidenband, kann man machen, aber da geht, glaube ich, noch mehr. Deswegen haben wir da gestern schon ein bisschen was rumgetüdelt und so. Das hat schon ganz gut funktioniert. So, und dann haben wir hier nochmal so eine ganz andere Ecke. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass dieser Block komplett zusammen hier als, ja, als Block stand. Und ich habe überlegt, nehmen wir ihn ganz raus aus dem Laden. Und wir wollten diesmal nicht so viel Geräume und Gerühre, ne? Marie und ich haben ein bisschen Rücken und da haben wir gedacht, hat Anne einfach gesagt, wir zerschneiden das Ganze, ne? Und Papa dann mit der Säge, zack, das ging ratzfatz. Und somit ist es jetzt nicht so ein mächtiger Block hier, sondern so ein länglicher. Und somit hat man wieder ein ganz anderes Bild. Ja, und wir haben halt auch super viel vergoldet. Das waren mal Bilder, die Braunmann, die haben wir vergoldet, weil in den Hasenlöffeln, wenn man da reinguckt, die sind ja in so einem Grauton, sind die Hasenlöffel auch Gold innen drin. Also dass man achte auf die Details, ne? Also sehr, sehr spannend. Und was natürlich auch geht, das ist Struktur, ne? Von weich, samt, dann dieses glänzende, emaillierte mit dann so einem rauen Ei, das so was heißt wie eine Betonschicht, aber es ist ja, als wenn da ganz viele Krümel sind. Oder dann auch wieder hier so Hasen mit Pailletten. Seht ihr das, wie schön das aussieht? Und das wirkt natürlich, also da muss man auch wieder sagen, in so einem Strauch muss man gucken, ob das unruhig wird und ob man die dann vielleicht irgendwie dann anders integriert, aber wir fanden sie einfach schön. Wir haben kleine, große Hasen, so ein paar Besonderheiten hier im Laden. Wir haben nicht genug, um die in den Shop einzustellen, weil wir wollen natürlich hier für unseren Hasentreff am 7. März, das ist ein Samstag, da wollen wir natürlich auch noch so ein paar Highlights haben, ne? Und ja, aber ich finde die ganz schön, gerade auch mit diesen Magnolien, die sehr echt wirken, die dann in diesem Arrangement integriert sind mit echten Magnolienzweigen, unechten Zweigen. Hier haben wir eine kleine lila Ecke gemacht, so ein bisschen. Da sind hier unsere Lieblingshasen, die sind leider schon alle weg, aber auch in so einer großen Holzkiepe. Wenn du einmal hier so rumfilmst, dann sieht man, wie toll das ist. Ganz große Holzkiepe, ganz viele Eier reinschmeißen und dann, ja gut, jetzt ist es hier natürlich mit sechs Hasen ein bisschen hasenlastig, aber man kann natürlich auch ein, zwei Hasen, aber irgendwie wirkt es natürlich, es hat was. Es ist ein Hasentreff. Eigentlich ist das schon hier der Hasentreff und dann mit lila Tulpen und lila ist alles andere als der letzte Versuch. Und ich finde, dass das hier auch eine ganz harmonische Farbwelt ist. Das ist eigentlich meine Farbwelt. Stopp!
wenn du jetzt weitergehst, kippst du das um dahinter. Ja. Ich finde, das hier ist, das ist wirklich so eine ganz gediegene, gedeckte Farbwelt. Wir haben jetzt eben dieses Blau-Gelb in Kombination gehabt, dann haben wir orange-kräftige Farben, aber ich finde auch dieses ganz, ja, Nudefarben, Blush, ja, wie nennt man das so, dieses Seichte. Ich finde das auch so schön zur Osterzeit. Und ihr seht ja, wie edel Ostern wird. Also das ist ja nicht so wie früher, dass man irgendwie... Ostern ist ein ganz starkes Thema geworden. Also es ist nicht nur so, dass das... Also ich bin selber ja ganz begeistert von dem, was es gibt. So, es gibt... Aber wir haben natürlich auch rustikale Geschichten dazwischen. Hier so witzige Holzhasen dann hier zum Hinstellen. Sowas hier liegt dann hier auch mal dazwischen. Hier die dicken Holzhasen. Hier haben wir einfach nur, das könnt ihr übrigens immer machen, wenn ihr Hasen habt, kleines Bändchen rum und eine Feder ran. Ne, das funktioniert auch immer. Das sieht auch immer super. Dann wertet man gleich irgendwie den ganzen Hasen ein bisschen auf. Etagere schön mit vielen kleinen Körbchen dekoriert und Tulpen rein. Hasen drauf, Eier reinstellen, Windlicht da, dass da so ein bisschen was passiert. Oh, guck mal, sind die nicht süß? Das ist ein Ballerina-Ei. Da ist tatsächlich so ein kleiner Tüll-Tüll-Tüff-Tuff-Rock um zu. Und dann hier die kleinen Füßchen. Das ist doch auch süß gemacht, ne? Ja, und solche kleinen Besonderheiten haben wir natürlich überall hier zwischen. Diese hier in den Eiern, die haben ja auch so was Nostalgisches. Und hier bei uns über den Tresen, da haben wir jetzt ganz viele goldene Körbe aufgehangen. Da haben wir dann auch mal so ein Schmetterling rangeklipst. Oder hier, da sehen die Schmetterlinge fast aus, als wenn das so halb gebunden mit Federn ist. Vielleicht habt ihr euch auch so ein bisschen diese Ringe gekauft zur Weihnachtszeit schon. Oder im letzten Jahr fingen die ja an, dass sie Trend wurden. Und ihr könnt natürlich dann auch, wenn ihr diese Ringe habt, einfach Schmetterlinge ranheften oder da Federn halb rund ranbinden. Statt Seidenblumen oder Eukalyptus, was ihr bis dato vielleicht hattet. Und dann würde natürlich auch vielleicht irgendwie so ein Hasenhänger da noch toll drin aussehen. Also ich finde, dass diese Hängerchen eine schöne, leichte Alternative sind zum Türkranz. Vor allen Dingen, wenn dann das nur so kleine sind, die könnte man sich auch aus Draht selber biegen. Das könnte ja schon fast ein Kleiderbügel sein. Und dann vielleicht auch so ein Ei hier reinhängen, was geöffnet ist. Entweder mache ich hier noch Kresse rein, frische, ne? Oder einen kleinen Hasen reinhängen. Wir haben auch ganz süße kleine Hasen. Ich finde ja, so Kleinigkeiten haben auch immer so ihren ganz eigenen Charme. Aber wie gesagt, das ist noch nicht ganz fertig. Jetzt gehe ich nochmal mit euch hinter unseren Tresen. Da sind nämlich auch noch ein paar schöne Sachen. Das ist auch ein ganz besonderer Grünton, nämlich dieses warme, ja, Moosgrün. Es ist auf jeden Fall ein dunkler Ton, der eigentlich so auch in der Weihnachtszeit zu Hause ist, aber auch gut funktioniert zur Osterzeit. Da sind ja unsere federleichten Plüschelhasen drin. Ich glaube, Sunny heißt er. Und hier haben wir dann die Hasen auch nochmal ein bisschen verfeinert mit einer Paillettenkette. Ne, der Hase hat sich schick gemacht sozusagen. Und hier habe ich schon eine erste Deko-Idee. Da dürft ihr aber noch nicht gucken. Die kommt im nächsten YouTube-Video. Ich nehme das dann mal raus und denke, ja, da mache ich was mit. Und dann platziere ich das da und dann geht es im nächsten Video weiter. So, und wenn ihr irgendwie... Wir haben hier auch die Goldtöne. Der eine Goldton ist nicht wie der andere. Hier ist wieder, der war glänzender. Der ist so ein bisschen dunkler, matter. Also, wenn ihr irgendwie was habt, was euch nicht mehr so gefällt. Ne? Zum Beispiel hier haben wir ja den Hasen Imke mit der Goldkante und dann die Naturtöpfe, so um den Kontrast zu haben, weil die Wand Gold ist. Aber ihr könnt natürlich die Tontöpfe auch vergolden. Das macht gleich richtig, richtig viel mehr her. Also so ein ganz simpler, purer Tipp. Also wenn euch irgendwas nicht gefällt, ob das ein Korb ist, macht den Gold. Ob das ein Hase ist, macht den Gold. Macht doch einfach alles Gold. Die Feder ansprühen irgendwie, wenn ihr das vergoldet, dann kriegt das gerade im Moment diesen Style, der total angesagt ist. Und ich finde, das hat auch so seinen Charme. Die Tontöpfe, die lagen hinten in der Gärtnerei, die guckt kein Mensch mehr an. Aber es breakt das Ganze. Ne? Das ist wirklich so ein, ja, bin ich sehr glücklich mit. Ich bin jetzt ganz stolz, dass ich euch das alles so schön zeigen konnte. Und wir sind stolz, dass wir das alles so hier im Team so toll gestaltet haben für euch. Und mit euch dann zusammen die nächsten Deko-Ideen entstehen. Weil die schöpfen wir natürlich aus dem Laden, so wie er jetzt dekoriert ist. Wir arbeiten jetzt die Dinge hier rein, so wie wir sehen, oh, da ist ein leerer Pott, da kann jetzt mal, da machen wir das und so. Jetzt geht das
Spiel und der Spaß und die Spannung eigentlich erst richtig los, damit dann, wenn ihr am 7. vielleicht zur Hasenparty kommt oder davor oder danach, wer clever ist, kommt auch schon davor, damit noch alles da ist, ich weiß es nicht, keine Ahnung, nein, wir haben dann auch noch genug, aber dass ihr dann auf jeden Fall viele Ideen bekommt und da mache ich mich jetzt gleich mal ran, ich denke, die Hartriegel-Idee kommt als erstes und so weiter und so fort, ja, und dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch, das würde uns weiterhin hier mächtig motivieren als Team und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns in Kürze mit Kürze, eure Anke.